26. April findet hier an der Moskauer Staatlichen Linguistischen Universität die feierliche Abschlusszeremonie der Allrussischen Staatsolympiade für Deutsch statt. Die mündlichen und schriftlichen Runden, die Appellation und die kulturellen Veranstaltungen. Das alles ist vorbei und schon in einigen Minuten werden wir die Namen der Preisträger und der Gewinner erfahren. 192 Schülerinnen und Schüler aus 61 Regionen Russlands konkurrierten im Laufe der letzten Woche miteinander, um die heiß ersehnten Diplome zu erhalten. Der Jury fiel es nicht leicht, die Gewinner zu bestimmen. Alle Teilnehmer haben die Mitglieder der Kommission mit ihren Sprachkenntnissen, Geduld und Fleiß beeindruckt, wie es mehrmals heute bei der 6. Abschlusszeremonie an der Linguistischen Universität gesagt wurde. Rund 70 Preisträgerdiplome und 14 Gewinnerdiplome wurden verteilt. Und wir haben mit den fröhlichen Schülerinnen und Schülern nach der Zeremonie gesprochen. Also ich bin ganz glücklich, ich freue mich sehr, dass ich ein Diplom bekomme und ich habe mich darauf also sehr viel vorbereitet. Also für mich ist das dritte Mal, aber jedes Mal fühle ich trotzdem ein unglaubliches Gefühl, dass ich kann es gar nicht glauben, dass es wirklich wahr ist und dass ich auch dieses Jahr gewonnen habe, weil letzte zwei Male war ich nur Preisträger und auf jeden Fall was Unvergessliches. Ja, für mich ist es auch, ich bin im Schock einfach und ich bin sehr glücklich und ich kann nicht glauben auch, dass ich Gewinner bin und einfach bin ich auch ein bisschen traurig, dass alles, worauf ich mich die ganze Zeit vorbereite, ist schon zu Ende gekommen und ja, aber trotzdem ist es der größte Glück, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall mehr aufpassen, genauer und deutlicher die Aufgaben lesen, nicht so Angst haben, weil weniger Stress ist ein besseres Ergebnis. Und, ja. Auch nie aufgeben, wenn es etwas nicht klappt, also weitermachen. Ja. Deine Zeit kommt immer auch. Ich fühle mich ziemlich wohl, weil ich danach gestrebt habe und gestrebt. Also das war mein Ziel und jetzt habe ich diesen roten Blatt in der Hand und ja, ich bin also begeistert. Ja, also ich auch. Es freut mich sehr, die Diplom zu haben. Das waren genau meine Gedanken. Ey. Mann, ja. Im letzten Jahr haben wir auch daran teilgenommen und wir waren auch Gewinner, also nicht Gewinner, sondern auch Prisionäre. Aber jetzt ist er der Gegner. Ja, aber ich einfach Prisionär, aber es ist okay. Also ich freue mich wirklich, ich war auch im vorigen Jahr also der absolute Gewinner und ja, also meine Punkte sind noch höher als im vorigen Jahr, das freut mich auch und ich bin sehr nervös, also ich bin ziemlich schüchtern und man fragt mich ständig, also was fühlst du, wie ist das, ja. Also ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Training, also das braucht man halt, um zu gewinnen und naja, viel Geduld auch und viel Spaß bei der Olympiade. Die Linguistische Universität verabschiedet sich von den allrussischen Schulolympiaden bis zum nächsten Jahr und wir verabschieden uns von den Teilnehmern, den Gewinnern und den Preisträgern und wünschen Ihnen weitere Erfolge und alles Gute.